Hallihallo, Hallöchen. Ich bin wieder LS19 auf der PlayStation 4 auf der Karte Ravenport. Genau, wir sind wieder in Ravenport. Und ja, heute wollen wir da anfangen mit den Umbaumaßnahmen. Ich habe schon einige Sachen abgerissen, verkauft, weggeschmissen, gesprengt. Und ja, jetzt soll es da losgehen. Ich war noch bei der Bank, habe einen Banküberfall gemacht, habe jetzt 2,2 Millionen Dollar. Ich meine, der ein oder andere würde sich da zur Ruhe setzen. Wir machen da, bauen uns da irgendwelche Gebäude hin. Okay, und das nicht mal eine Villa. Okay, als erstes wollen wir hier uns eine Werkstatt stellen, eine neue alte. Und dann gucken wir gerade mal, ob wir das so machen können, wie ich mir das vorstelle. Wie wir sehen, unser Kontostand. Davor sind diese rote Zahlen. So viele Slots haben wir noch zur Verfügung. Die alte Werkstatt braucht 9 Stück. Und jetzt gucken wir mal. Ich hätte die ja so ziemlich ähnlich hingestellt wie die, was wir schon hatten. Aber wie wir sehen, streikt da das ganze Ding schon. So kommen wir noch schön vorbei. Warte mal, eigentlich passt es so gar nicht schlecht, sage ich mal. Die Büsche und so. So, und schon steht die neue Werkstatt. Die alte, komplett eingelassen hier im Boden. So, hier hinter stehen noch ein paar alte Fässer, Bretter. Das passt eigentlich. Das sieht eigentlich schon gar nicht so übel aus. Ich brauche mal ein Fahrzeug, bitte hier, was in die Werkstatt muss. Der muss vielleicht nicht in die Werkstatt, aber ich will natürlich gucken, wie sieht es hier ringsherum aus. Mein, hier nebenan ist unser Kornspeicher. Wenn wir jetzt da mal ein bisschen ranzoomen. Hier sollen dann auch Maschinen drunter stehen. Hier geht's noch so. Obwohl da schon ein Absatz drin ist. Und hier drüben. Ja, finde ich jetzt nicht unbedingt so schlimm, muss ich sagen. Und auch hier, wenn wir da in die Werkstatt fahren, wie sieht es da aus? Nicht schlecht. Mir gefällt's. Genau, wir hatten vorher noch einen Kercher und eine Tankstelle. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen aber einen Kercher, sage ich mal, um unsere Geräte zu waschen. Den könnten wir vielleicht hier so hinstellen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Das würde da gehen, vor der Werkstatt. Dorthin, bisschen schräg. Sieht so aus, ob wir den wirklich gerade da so hingeschoben haben. Super. Tankstelle. Tankstelle brauchen wir auch noch. Ja, wie gesagt, auf der PlayStation. Auf der Konsole. Okay, das sieht alles schon mal nicht so super aus hier für die Tanke. Ich hätte sie ja gerne hier drunter gestellt. Objekt kann aber da nicht platziert werden. Hier vorne will es auch nicht hin. Davor will ich es nicht stellen. Könnte hier hinten stehen. Das ist mir fast zu weit weg, muss ich sagen. Am besten wäre es irgendwie unter das Dach. Warte mal. Wie sieht denn das eigentlich? Da will's. Da sagt er aber auch, er kann hier nicht drunter stehen. Okay, Tankstelle lassen wir noch mal kurz weg. So. Also wir haben einen Kercher, wir haben eine alte Werkstatt hingestellt. Passt noch auf den Hof hin. Vorher hatten wir noch, konnten wir hier noch Saatgut und Dünger und so Zeug holen.
Das müssten wir auch wieder hinstellen. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz so schlüssig, wo ich das hinstellen soll. Ob ich das auf der Seite stellen soll. Oder hier drüben. Wir gucken mal, wie es eigentlich so aussieht. Vielleicht können wir das Saatgut. Saatgut. Das sind so große, riesige Tanks. Wenn ich die hier hinstelle, versperren sie mir den Weg. Wenn ich sie hier hinstelle, würde das noch gehen, sage ich mal. Das ist natürlich die Frage, oder? Wo können wir sie am besten platzieren? Ich meine, hier hinten so an der Seite, wo die anderen schon waren, würden sie ja nicht stören. Könnte man hier sagen, okay, wir machen hier zum Beispiel Saatgut. Dann Dünger. Obwohl ich... sagen muss, wir bräuchten eigentlich mehr... für unsere Sämaschine brauchen wir Flüssigdünger. So ungefähr, warte mal, müssen wir mal auf die andere Seite gucken. So hätten wir da Saatgut und Dünger, könnten wir dort quasi unsere Sämaschine füllen. Und mit die Holzkonstruktion finde ich es eigentlich noch ganz okay. Für die Sämaschine gut. Bräuchten denn aber noch eins für anderen Dünger, normalen Dünger, damit wir auch mal nachdüngen können. Pflanzen, Schutz, Kalk, Kraftfutter. Nein, wir brauchen eigentlich normalen Dünger, aber das machen wir nicht dahin. Das wäre jetzt eigentlich so für die Seite, denke ich mal, nicht schlecht. Und dann können wir das auch ein bisschen auseinanderhalten. Dann können wir hier sagen, okay, wir machen hier normalen Dünger und wir machen da noch Pflanzenschutzmittel. Ist jetzt schon recht dicht an am Feld dran. Hätten wir natürlich noch ein Stück rüber nehmen können. So. So, rennen wir wieder auf die andere Seite. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir wieder brauchen. Also wir haben auf jeden Fall Dünger, Pflanzenschutzmittel, dann haben wir Saatgut und Flüssigdünger. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist eigentlich eine Tankstelle. Hier können Maschinen drunter stehen. Das passt. So, wir müssen mal. Ich will mal den großen Träger holen. So, wir können hier noch vorbeifahren. Auch mit größerem Gerät, sage ich mal. Wir haben hier natürlich unsere Halle.
wo ich jetzt natürlich in die anderen Geräte gefahren bin. Aber jetzt habe ich ja eine Werkstatt, kann ich ja alles reparieren, kein Problem. So richtig gefällt es mir noch nicht. Irgendwas fehlt noch. So, passt aber runter, gar kein Problem. Auf dieser Fläche hier kann ich leider nichts bauen mehr. Das ist kaputt. Dann gucken, ob ich da mal mit die Walze drüber kann, ob sich das ändert. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe es nämlich schon mal probiert. So, jetzt wollen wir natürlich auch das noch testen, ob das hier funktioniert. Das ist Flüssigdünger. Geht schon mal ganz gut. Okay, wenn ich dicht genug ranfahre. Boah, ey, wie schnell ist denn das voll? Flüssigdünger bin ich jetzt nämlich schon dran gewesen. Ich glaube, so wie ich sie natürlich hingestellt habe, gehen sie nicht gut. Man sollte wahrscheinlich drunter fahren. Das ist nämlich genau da drunter. Aber ich komme mit der Seemaschine sowieso nicht drunter da. So, jetzt haben wir das eigentlich aufgefüllt. So, jetzt haben die beiden eigentlich sowas wie einen Parkplatz bekommen. Seemaschine ist aufgefüllt. Das geht auch in der alten Werkstatt. Aber jetzt probieren wir mal das große Gerät hier, ob das auch da in die Werkstatt reinpasst überhaupt. Das könnte von der Höhe ein Problem geben. Und von der Breite, glaube ich auch. Mal gucken, passt das natürlich nicht da rein. Da ist die Werkstatt definitiv zu klein. So, da passe ich selber nicht mal vorbei. Aber es würde auch von außen gehen. Also wenn wir davor stehen bleiben würden. Man kann ja auch ein, zwei Schraubenzieher mal mit rausnehmen. So, das war der erste Streich. Irgendwie fehlt mir noch so ein passendes... Irgendwas fehlt noch. Es ist noch nicht so super. Da ist eigentlich nirgendwo noch richtig Platz. Was haben wir denn noch? Wir hätten auch noch so einen offenen Unterstand. Wie das da so ist.
passt hier aber auch nirgendwo mehr dazu, würde ich sagen. Da drauf wäre natürlich gut. Das war es dann aber auch schon. Die Tankstelle haben wir halt noch nicht hingestellt. Vielleicht finden wir da noch so ein irgendwie so ein Tankstellen-Mod. Wir haben hier natürlich noch so anderes Zeug, aber ja, ob man das ist eigentlich nur Deko, das ist für gar nichts gut. Sieht aus wie eine Garage. Eine alte Scheune, wo man nichts reinmachen kann. Okay, ich glaube, wir lassen das hier oben erstmal und gehen mal runter zu unserem anderen Hof und schauen mal, was wir da noch verändern können. Mal gucken, was wir noch so haben. Allzu viel können wir auch nicht mehr stellen. Eine Sekunde später. So, wir haben unseren Pickup wieder. Die Presse. Einige Sachen noch verkauft. Und wollen jetzt mal noch unseren einsamen Anhänger noch holen. Unseren einsamen Viehanhänger, mit was wir immer die Schweine verkauft haben. Der steht nämlich noch da hinten, wenn ich mich recht erinnere, einsam und verlassen. So, wie schnell darf man hier fahren? Genau, und hier war mal eigentlich dieses Fahrzeug dran, bevor es denn entwendet worden ist. Der Zug kommt gerade vorbei. Ich nehme an, der Zug ist abgefahren. Okay, wir fahren jetzt runter zu unserem anderen Standort, sage ich mal. Und dort ist es natürlich auch so, damit wir da einige Sachen umbauen möchten. So wie es aussieht, habe ich natürlich komplettes Problem mit den ganzen Slots. Ich kann natürlich nicht so bauen, wie ich gerne möchte. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am schlauesten eigentlich machen können. Also auf jeden Fall kommt die Werkstatt weg. Wir haben hier oben eine Werkstatt. Das reicht völlig. Tankstelle haben wir hier unten auch eine bei der Werkstatt. Bin ich mir nicht sicher, ob wir hier unten auch eine lassen, eine Tankstelle, oder ob wir dann oben quasi eine Tankstelle noch bauen. Hier oben sind die großen fetten Maschinen. Hier unten sind eigentlich nur die etwas kleineren, und irgendwie fehlt hier schon, sage ich mal, auf den ersten Blick kann man nicht erkennen, was das eigentlich hier sein soll. So, jetzt müssen wir dann mal hier gucken, wie wir das am besten machen. Also Werkstatt, würde ich sagen, fliegt raus. So, unser Manitou ist auch wieder dazugekommen. Den hatten wir ja vorher auch schon. Und
Wir fangen jetzt weiter an, hier das Zeug rauszuschmeißen. So, ich hab da. So, zurückgeben, jawohl. Okay, Werkstatt ist weg. Das ist die andere Werkstatt. Tankstelle muss hier auch weg. Okay, und der Kercher. Oh, jetzt weiß ich aber nicht, das ist nicht der richtige. Der da muss auch weg. Jawohl. Okay, das ist schon mal ganz gut. Dann habe ich hier oben meine Baracke. Die müsste dann wahrscheinlich auch noch weichen. Und hier die Leimbinderhalle. Weil theoretisch, mal gerade mal gucken, würde ich nämlich einen riesen Kuhstall hier hinstellen wollen. Damit wir da auch. Ich muss noch einige Fahrzeuge verkaufen. Wie viel? 17 Slots braucht das Ding und ich habe noch nicht genug, um da irgendwas groß hinzustellen. Und den Schweinestall. Einen großen Schweinestall kann ich gar nicht hinstellen. Den kleinen habe ich schon, aber den will ich nicht nochmal. Ja, ihr seht, es gibt da noch einige Probleme, damit wir da überhaupt was machen können. So, die Leimbinderhalle ist ja gut und schön, passt mir aber mittlerweile nicht mehr so in das ganze Konzept hier. So, wenn wir denn überhaupt ein Konzept haben. Das ist jetzt eigentlich genau so, wie wir das eigentlich nicht haben wollen. Warte mal, das blaue Gewicht, das kann ich eigentlich verkaufen, wenn ich das. Das verkaufen wir gerade mal. Es gibt auch schon wieder. Wir sollten gleiche Gewichte kaufen, brauchen wir weniger Slots. Das, jeder Slot, den wir. Den wir gewinnen können, sind wir froh. So, alles will ich auch nicht abreißen. Alles war ja auch nicht schlecht, was wir hier hingestellt haben, würde ich mal sagen. Ist die Frage, was wir zuerst machen, den Kuhstall. Ich glaube, das wird schwierig. Der Schweinestall wird aber auch schwierig. Gülle haben wir reichlich. So,
Aber die Leimbinderhalle, die ist jetzt leergeräumt, die könnten wir verkaufen. So. Jetzt sollten wir doch da wieder ein bisschen Platz haben. Wir wollten ja mal gucken, wie groß der Kuhstall eigentlich ist. In echt. Können wir da jetzt. Okay. Das sieht schon ein bisschen gewaltig aus. Theoretisch hätte er da Platz. Praktisch sagt er natürlich, nö, nö, da ist schon alles voll. Aber so könnte ich mir das fast vorstellen. Er kollidiert jetzt natürlich da mit dem ganzen Zeug. Hier natürlich auch. Und Schweinestall haben wir ja jetzt bloß Standard drauf. Von der Größe her würde da auch ein, von der Größe her würde auch ein großer raufpassen. Also Kuhstall wäre schon mal so eine Ansage, aber da müssten wir noch mal was machen. Und dann haben wir hier hinten die Bäume, was dann wieder sagen, das geht nicht. Da sagt es, denn das geht nicht. Und so geht es sowieso nicht. Und hier vorne geht es auch nicht. Und da ist es unbezahlbar. Okay, das gibt noch eine kleinere Aufgabe hier, um das alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Das Problem ist natürlich auch noch, die Kühe sind noch gefüttert, die Milch ist noch nicht abgeholt. Hier haben wir die Ballen gestapelt, die müssten dann natürlich woanders hin. Die Kühe müssten wir erstmal irgendwie verkaufen und nachher wieder welche kaufen und so weiter und so fort. Also, da geht noch einiges, bis wir da das hier unten noch fertig machen können. Ich sag jetzt, eigentlich, wollte ich da hinten noch aufräumen, wo die Leimbinderhalle stand. Da steht auch noch ein Ladewagen, den wir, denke ich mal, verkaufen können. Der ist für hier unten ganz gut. Aber wir sind ja, wollen ja da mit großen Geräten noch weitermachen. So. Die Schaufel, ja, vielleicht brauchen wir sie theoretisch, aber nicht. Wir haben ja den Teleskoplader mit Schaufel. So, Palettengabel. Warte mal, ich schieb mal noch da hinten die Paletten ein bisschen weg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, damit der Kuhstall hier hinpasst. Okay, wegschieben ist noch schwierig. Ah. Okay, jetzt geht's.
Wir schauen noch mal, wie es jetzt aussieht mit dem Kuhstall. Immer noch schlecht aus. Mit was kollidiert er denn? Haben wir da noch irgendwie? Da liegt, glaube ich, noch Gras. Also so normales Gras. Es sieht überall schlecht aus mit dem Kuhstall. Wir müssen uns da nach neuen Sachen umschauen. Platz hätten wir jetzt. Jetzt müssen wir nur noch das Richtige draus machen. Also ich werde nochmal den Mod-Ordner durchstöbern, ob ich da noch was Cooles finde. Das Ding will ich dann auch irgendwann austauschen. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es hier weitergeht mit den Baumaßnahmen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.